So, wir schließen uns heute Team Cäsar an. Hallo. Wunderbar. Und snipen mal wieder hier in der Wüste. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Nachdem das letzte Mal in einem Fiasko geendet ist. Mano a Truppo. Ein Mann gegen einen ganzen Trupp. 1 gegen 6 war es, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Alter Schwede, ey. So. Und wir haben schon so gut wie gewonnen. Das wird also ein kurzes Spiel. Ich bin hier auch direkt eingestiegen in den Kampf. Da läuft einer. Verflucht. So, wo? Komm schon. Da. Lichter Dode. Da läuft einer. Hallo? Wo läuft er denn hin? Daneben. Ach komm. Nein, den hätte ich schön headshotten können. Eigentlich die Zeit habe ich gehabt. Aber wow, nix. Habe ich mir die Zeit nicht genommen. Na super, und jetzt hat mir jemand auch noch mein Opfer weggenommen. Okay. Da hinten. Nein. Da wurde das Haus geräumt. Komm. Ah, halt. Das ist er nicht. Das ist der Falsche. Der falsche Kollege. Wow. Was zum Henker war das denn bitte? Ich glaube, ich bin da kurz mal durch die Luft geflogen worden. Ich gebe nicht auf, aber hier. Na, kommst du hier nicht hoch doch? Ah, aber warum habe ich den nicht getroffen? Denn ich müsste den eigentlich voll in die Brust gehittet haben. Außer die Kugeln verziehen hier so arg. Das ist natürlich die Frage. Wow. Okay, und wir haben gesiegt. Wir haben obsiegt. 0 zu 2. Geil. Oh Mann. Es wird einfach nicht besser. Es wird einfach nicht besser. So, wollen wir mal sehen, ob wir die Narben des St. Quentin ein bisschen heilen können hier. Wieso ballern die eigentlich alle immer ihre Granaten schon direkt hier am Anfang raus? Macht das Sinn? Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht. So. Der Feind liegt in Führung, natürlich. Habe ich ja auch nicht anders erwartet. Jetzt liegt er doppelt in Führung, mindestens. Heieiei. Mal wie schön er stehen bleibt, damit ich ihn hier direkt mal in Szene setzen kann. Komm. Wow. War das jetzt einer von mir oder war das... der Feind. Das war auf jeden Fall der Feind. Russisches 1895er Scharfschützengewehr hat mich da mal sauber hier... vom Fenster aus war das, oder? Ich glaube, das war vom Fenster aus. Da muss ich jetzt eiskalt mal reinschauen. Was? Ich dachte mir noch, Achtung, da könnte einer rechts stehen und hab dann nicht nachgesehen. Es reimt sich und was sich reimt, ist ja normalerweise gut, aber in dem Fall ist es
Erbärmlich. Aber der ist bestimmt noch da. Der ist garantiert, ist der immer noch am Start. Und wenn ich es bis dahin schaffe, dann verpasse ich ihm eine Granate. Hier ist eine Granate. Ah, okay, da ist jetzt einer von uns drin. Da ist ein Kollege von uns. So, schauen wir mal, was wir von hier oben können wir wahrscheinlich eher wenig reißen mit unserem Sturmgewehr. Deswegen gehen wir mal die Treppe hoch und runter aufs Geländer und einen Ständer. So, den haben wir mitgenommen. Was andere. Oh, schau mal einer. Was haben wir denn hier? Oh, fuck. Und mal ganz kurz. In der Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. Oha! Heieiei. Die haben, glaube ich, auch auf dieses Wachsoldaten-Kit gewartet. Ja, und die Mühle, die ist halt stets hart umkämpft. Das ist ja der Wachsoldat übrigens. Granate kriege ich nicht bis darüber, ne? Oha! Aufpassen, Granate raus! Aber vielleicht kriege ich sie bis darüber. Und wen haben wir denn da? Wow! Von wo? Und vor allem nur noch 19 Lebenspunkte. Ich laufe mal außen rum. Dann können wir uns in der Zeit ein kleines bisschen zumindest erholen vielleicht. Schauen wir mal, was so geht. Komm, raus da. Und der Baum ist schon mal weg. So, schau mal hoch. Ich höre hier nämlich Schüsse. Ah, also war unser eigener Mann. Okay, dann wieder runter. Na komm, wieder her. Flügel, geh weg. Flügel, geh weg. Ganz kurz Munition nachladen und der möchte nicht mehr. Der hat unsere sich gedacht, Seite liegt in Führung. Ich will nicht sterben, wahrscheinlich. So, Scheune. Da vorne, da sind welche. Okidoki. Ah! Der Feind liegt in Führung. Der hat sich da hinten versteckt. Der Feind liegt in Führung. Ja, der Feind liegt in Führung. Unsere Seite liegt in Führung. Aha, unsere Seite liegt in Führung. Dann gehe ich mal hier raus. Wieder in die Scheune rein. Seite liegt in Führung. Ja. Das höre ich doch mal gerne. Was ist hier eigentlich mit den Sanitätern? Da kommt einer, oder? Nein, da kommt keiner. Schade, schade, schade. Der hätte mich ja durchaus mal, ne? Sperrfeuer nennt man das. Gas, Gas, Gas. Dann hier rein.
Schade. Na komm, na komm. Unsere Seite liegt in Führung. Ja, ich weiß. Ja, und wir stehen gar nicht mal so tief unten, aber trotzdem haben wir eine scheiß KD. Alter, das muss doch mal irgendwann besser werden. Was? Damit hast du nicht gerechnet, mein Freund. Die Hälfte ist geschafft. Weiter so. So, ich hole mich gerade ein bisschen von meinen Strapazen. Ich mache gerade ein bisschen Wellnesskampf. Ja, und hier gibt's Munition. Vom Desert Mike. Dankeschön dafür. Hey, musst du nicht auf mich schießen hier. Ah, das ist jetzt aber ärgerlich hier. Die waren zu zweit. Na toll. Das kann ja dann wohl jeder. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. Aha, haben wir mal wieder eins. Hat sich schon einer geschnappt. Und ich dachte mir fast, dass er hier noch drin sein wird. Scheiße. Komm. Komm jetzt auf zum finalen Streich hier. Mitnehmen, was noch geht. Wir liegen in Führung mit 5 Kills mehr insgesamt. Und die Frage ist, ist der Wachsoldat noch drin? Granate ist raus, Köpfe runter! Wow. So. Mir fällt gerade auf, genau an dieser gleichen Stelle habe ich vorhin schon mal so gesagt. Okay, ich gehe da hinten rein. Hier ist kein Feind. Ich habe ihn noch gesehen da oben. Aber das war sowieso ein anderer. Aber wie kann der mich hier sehen haben? Weil so schlecht ist mein Ping jetzt auch nicht mit 50. Also bitte. Okay. So, ich gehe nicht rechts rum. Da ist eine Sperre. Ich gehe links rum und hier rein. Schade. Schade, schade. Da war er wohl mit seinem Scharfschützen-Gewehrchen einen Tick schneller. Oder präziser. Was ja auch nachvollziehbar ist. Okay, da hat mir jemand aus dem Arsch gerettet. Na, oh, wie sie sich immer alle hier im Dunkeln verstecken, diese Camper, ey. Das ist unglaublich. Aber die wissen genau, dass die Leute da reinkommen und deswegen geht ihr Plan immer auf. Und obwohl ich weiß, dass die da immer campen, gehe ich auch immer wieder rein. Da irgendwas läuft doch da schief. So, dich habe ich. Got him. So, wir haben noch genau 4 Lebenspunkte, Alter. So, ganz kurz mal, bis das Refreshen zumindest anfängt. Scheiße. Maske, komm. Alter. So, komm, Heilung, setz ein. Heilung, setz ein. Heilung, setz doch endlich ein. Jetzt setz die Heilung ein.
So, ganz kurz ausharren. Und raus. Maske runter. Andere Richtung, sonst müssen wir die Maske wieder aufsetzen. Und es hat nichts gebracht, aber immerhin noch 62 Punkte mit abgestaubt. Und komm. Langsam müsste es doch dem Ende entgegenlaufen, oder? 82, 81. Noch sind wir in Führung, jetzt ist es unentschieden, jetzt ist der Feind in Führung. Der Feind liegt in Führung. Ach nein. Wer hätte das denn jetzt erwartet? Ein Wachsoldatenkit liegt wieder mal da oben. Dass wir da keine Chance haben, ist klar irgendwie. Aber wir haben ihm ein bisschen Schaden gemacht. Der Feind liegt in Führung. So, 2 Minuten noch zu spielen. Der Feind liegt in Führung. Und wir brauchen noch 14 Kill. Oha. Gleich brauchen wir. Das gibt's doch nicht. Eieiei. So, das war die Rache, mein Freund. So, hier ist eine Sprengfalle von uns gelegt worden. Von einem meiner treuen Kameraden. Die haben hier schon wieder so eine blöde Gasgranate geschmissen, ey. Da flippst du aus. Okay, da oben war garantiert, glaube ich, noch einer von denen. Hopp, lauf weiter. Nein! Niederlage! Schade, schade, Niederlage! 97 zu 100, sowas aber auch. Das ist verdammt ärgerlich. Und jetzt würde mich doch gleich mal interessieren, wie schaut unsere KD aus? Wir werden es erfahren, und zwar jetzt. Ah, 10 zu 15. Naja, ich meine, war schon schlechter, oder? Ich bin zwar jetzt nicht der Schlechter, aber es war schon schlechter. Schlechte Wortspiele sind dafür. Ja, ne? Da habe ich ein Händchen für. Aber wir sind immerhin Rang 5. Geiler Scheiß. Doch, gefällt mir. Und ich bedanke mich bei euch wieder mal fürs Zusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, tschüss.